Michael für Mobiflip und wir haben heute die Gelegenheit, das HTC One Max schon vorab anzuschauen. Ihr seht, es ist ein ganz schöner Größenvergleich im Vergleich zum normalen HTC. Wir haben hinten den Fingerabdrucksensor, der ursprünglich mal nicht geplant war, da wird er doch geplant, weil genau liegt. Er ist auf jeden Fall dabei, funktioniert in Form von Drüberwischen. Und wir haben die 4 Ultrapixel-Kamera ohne optischen Bildstabilisator. Wir haben oben die Infrarotschnittstelle und den Klinkenstecker. Wir haben an der Seite Lautstärke und Power. Ich hebe es mal ins Gesicht, dann müsste ich auch sein. Lautstärke und Power. Auf der anderen Seite ist ein kleiner Hebel, der dafür gedacht ist, dass man die Rückseite entfernen kann. Unterseite Micro-USB. Und ich mache mal die Rückseite gleich weg, wenn wir schon dabei sind. Die aus Alu ist, hat einfach nur einen Schutz auf der Rückseite und einen kleinen Kontakt. Dann könnt ihr das Gerät selber anschauen mit den Innereien. Wie ihr seht, gibt es hier oben einen Micro-USB, Micro-SD Speicherplatz. Wir haben die Kamera, den Sensor, Platz für die SIM-Karte und es gibt noch Platz für theoretisch eine Dual-SIM-Karte, ist vermutlich dann für die, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass es nicht für den deutschen Markt bestimmt ist. Der Akku ist nicht zugänglich, also fest verbaut. So, kommen wir zum Gerät selbst. Auf dem One Max ist hier in dem Fall Android 4.3 mit Sense 5.5 installiert. Seht ihr hier, 4.3, Sense 5.5. Ich hoffe, es ist einigermaßen scharf. Abgesehen davon gibt es dann eben noch mehr Spielereien wie die anpassbaren Quick-Toggles, die man jetzt hier oben einblenden kann, um die hinzuzufügen oder wieder ausblenden kann. Man sieht sie unten rechts einfach fertig. Und so kann man dann praktisch diese Quick-Toggles bei 5.5 anpassen. Es gibt noch andere Geschichten. Hier in Linkfeed kann man nun seine eigenen Feeds einfügen. Das wird jetzt unter anderem unterstützt und auch Google Plus wird unterstützt. Das ist auch neu. Sehr stark überarbeitet wurde HTC Zoe, die Kamera generell, mit neuen Funktionen, wie unter anderem auch der Video-in-Video-Geschichte. Die muss ich jetzt allerdings erst suchen. Zoe gibt es, Nacht gibt es, Panorama, Dual-Aufnahme wäre das vermutlich. Das bedeutet, yes, ihr müsstet hier zu so sehen, die Kamera, in dem Fall wäre das dann ich normalerweise, und die entsprechende Sehenswürdigkeit. So, wird schwierig, aber es sollte ungefähr irgendwas zu sehen sein. Neu ist dann unter anderem auch noch die, also abgesehen von Dual, diese Panorama 360 Anti-Verwackelung, wurde hier jetzt softwareseitig gelöst, weil das HTC One Max kein OIS mehr in der Kamera integriert hat. So, ich versuche mich dann nochmal an den ganzen Gerätschaften. Ich habe da nochmal einen Größenvergleich zwischen normal, das ist wohlgemerkt das One, nicht das Mini, das One, und dem HTC One Max. Schon ganz schöne Brummer, aber ich denke mal, es wird mit jedem anderen Gerät auch sein, sobald man es mal ein bisschen in Benutzung hat und ein paar Tage sich daran gewöhnt hat, in Anführungszeichen, dürfte es wahrscheinlich keinen großen Unterschied mehr ausmachen und man bedient beide gleich los. Allerdings hat das One Max wie auch das Mini schon an der Seite diese Plastikgeschichte, was es in meinen Augen ein bisschen weniger hochwertig wirken lässt. Vorderseite auch zwei Annäherungssensor etc., Frontkamera, unten die ganz normalen Boom-Sound, Lautsprecher, zurück Navigationstaschen. Wir haben zum Gerät selber noch das Case, in das dieses Mal auch gleich ein über 1000 mAh, ich muss kurz nachschauen, 1200 mAh Akku eingebaut ist, der praktisch die Kapazität des One Max noch erhöht durch die Pins, die hier eingebaut sind. Dafür sind also auch die Docking-Pins hier unten. Wird das angeschlossen, man kann es praktisch hier reinklipsen, klipp, fertig, Deckel drauf, passt. Lautsprecher oben und unten sind frei, funktionieren also weiterhin. Mikrofon, Klinkenstecker, Kamera, Fingerprint-Sensor, dürfte alles weiterhin klappen. Auf der Unterseite müsste eigentlich auch noch ein Mikro geben. Jawohl, auch das ist frei, sieht man hier. Sehr schön. Und ja, alles zugänglich, es funktioniert, es dient als Schutz und gleichzeitig noch, wie gesagt, als Akkuvergrößerung. Hier habe ich auch noch den Subwoofer vom HTC, wenn wir schon gerade dabei sind. Der liegt ja auch rum. Sieht eigentlich aus wie ein Würfelchen. Kann dann per NFC gekoppelt werden.
kann man das Gerät praktisch davor stellen und die Töne funktionieren weiterhin über die und der Bass soll dann über den Lautsprecher selber verstärkt werden. So viel dazu. Das war nämlich auf dem Uniflip. Und sobald wir natürlich das von Max auch mal mit reinnehmen dürfen in die Redaktion, dann werden wir ihn aus und den Testbericht nachreichen. Vielen Dank und tschüss.